Hallo, ich bin Katrin Vogler und ich möchte am 13. September Ihre Bürgermeisterin werden. Es ist wahnsinnig viel gebaut worden in den letzten Jahren bei uns, aber was vor allem fehlt, sind bezahlbare Mietwohnungen. Die Mieten sind immer weiter gestiegen und was mir ein Anliegen ist, ist für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen Wohnungen zu schaffen, die sie sich auch leisten können. Der Markt regelt das überhaupt nicht, deshalb brauchen wir eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Seit Jahren kämpfe ich für eine gute, wohnortnahe Gesundheitsversorgung als öffentliches Gut. Den Kampf um unser Krankenhaus haben wir ja leider gemeinsam verloren, aber ich will mich weiter einsetzen, dass Emstetten eine Notfallversorgung 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche bekommt. Denn ich bin weiterhin der Meinung, Gesundheit ist ein Menschenrecht und keine Ware. Dass in unserer reichen Stadt jedes 10. Kind in Armut aufwächst und immer mehr alte Menschen im Müll nach Pfandflaschen wühlen müssen oder zur Tafel gehen müssen, damit finde ich mich nicht ab. Und deshalb ist ganz klar, wenn ich Bürgermeisterin werde, dann wird Armutsbekämpfung hier zur Chefsache. Am 13. September haben Sie die Wahl zwischen 4 bürgerlichen Männern und einer linken Frau.